Herzlich willkommen von Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auch wenn es heute nur ein Testspiel ist, wir freuen uns auf dieses Spiel. Und die heutige Partie heißt VfL Wolfsburg gegen Union Berlin. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Und der kann seinen Körper einsetzen wie kaum ein anderer. Ganz schwer vom Ball zu trennen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Die Stimmung, Buschi, diese Kulisse, das macht für mich den Zauber des Fußballs aus. So ist es, Wolf. Die Fans machen ein echtes Spektakel auf den Ring. Das ist klasse. Das war der Anstoß. Der VfL Wolfsburg hat dieses Spiel eröffnet. Es gibt hier Einwurf. Gilavogi. Steffen. Jannik Gerhardt. Jetzt die Flanke. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ein schönes Tor, das sehen wir hier nochmal. Einerseits trifft er den Ball klasse, aber auch die Hereingabe ist richtig gut. Jetzt liegen die Wölfe hier vorne, das spielt ihnen in die Karten. Hübner. Reichel. Schmiedebach. Trimmel. Das könnte die Chance werden. Jetzt wieder Ballbesitz für Wolfsburg. Roussillon. Jannik Gerhardt. Gilavogi. Roussillon. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schöner Pass. Da ist die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Maximilian Arnold. Arnold. Jannik Gerhardt. Schöner Steilpass. Flanke jetzt. Das könnte gefährlich werden. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jul. Hübner. Reichel. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Trimmel. Jul. Mané. Er war noch dran, gibt Ecke. Ah.
Jetzt der Eckball. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Und die Flanke. Da hat er gut verteidigt. Gut den Ball verteidigt. Gela Vogi. Arnold. Maximilian Arnold. Janik Gerhardt. Da kommt der Pass. Da müssen sie aufpassen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Reichel. Ballverlust. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Arnold. Memedi. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Steffen. Ball kommt rein. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Maximilian Arnold. Memedi. Jetzt ist die Kugel weg. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Gutes Tackling. Memedi. Gela Vogi. Janik Gerhardt. Le Roussillon. Arnold. Janik Gerhardt. Jetzt der Schuss. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Gela Vogi. Maximilian Arnold. Admir Memedi. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt vielleicht die Flanke. Admir Memedi. Gela Vogi. Roussillon. Er bekommt Hilfe. Und es gibt Abstoß. Gela Vogi. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gut reagiert, das war knapp. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da können sie erstmal klären. Jules. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Trimmel. Die Möglichkeit zu flanken. Da kommt die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Jules. Wird das eine Torchance? Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Schmiedebach. Jules. Reichel. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Da trennt er ihn vom Ball. Roussillon. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt.
Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Er überzeugt heute als Passgeber. Gila Vogi, Maximilian Arnold. Und da ist der Ball wieder weg. Reichel. Guter Pass. Jetzt kann er flanken. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Gela Vogi. Ball ist zu lang. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Trimmel. Er nimmt ihm den Ball ab. Schmiedebach. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Arnold, da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Gila Vogi. Roussillon. Steffen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da kommt die Hereingabe. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jules. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Arnold. Roussillon. Gila Vogi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Steffen. Weiter geht es mit einem Einwurf. Die Wolfsburger stellen um. Es gibt einen Wechsel. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Felix Klaus. Hereingabe jetzt. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Maximilian Arnold. Arnold. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und das ist der Ballverlust. Wolfsburg kommt über den Flügel. Ball kommt rein. Abgeblockt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Roussillon. Gila Vogi. Da ist die Flanke. Das hätte gefährlich werden können. Felix Klaus. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Der Ball war ziemlich harmlos. Gila Vogi. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Da können sie erst mal klären. Da ist der Ball über die Linie.
er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Gilavogi. Maximilian Arnold. War kein gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Schwache Aktion, Ballverlust. Da kommt die Flanke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das Ding war überfällig. Sie haben sich hier viele, viele Tormöglichkeiten herausgearbeitet. Und jetzt haben sie sich belohnt. Wirklich gute Leistung heute. Das Tor, die logische Folge. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Felix Groß. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Groß. Jules. Mané. Schmiedebach. Den Ball spielt er raus. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Werfen wir einen Blick an den Spielfeldrand, Buschi. Union Berlin nimmt jetzt einen Wechsel vor. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Die Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Friedrich. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Schmiedebach. Mané. Da geht er gut dazwischen. Da zieht er ab. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Robin Knoche. Sie holen sich den Ball. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Mané. Jetzt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Felix Groß. Schmiedebach. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und Tor! Zumindest haben sie sich nicht aufgegeben, was dieser Treffer zeigt. Allzu viel Freude kommt aber natürlich nicht mehr auf. Schaffen sie hier das Comeback? Es ist nur noch ein Tor. Sie liegen nur noch mit einem Treffer hin, aber reicht die Zeit, um hier sogar noch auszugleichen? Unmöglich ist es nicht, Wolf, aber es muss natürlich fix gehen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Maximilian Arnold. Und das war's. Der VfL Wolfsburg gewinnt diese Partie. Eine Niederlage im Freundschaftsspiel. Abhaken und weitermachen? Ja, denke ich schon. Also damit wird man sich nicht allzu lange aufhalten. Es war ein Test. Das war gut, was er heute angeboten hat.
Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.